Hallo Freunde. Diesmal sitze ich in einer etwas ungewöhnlichen Atmosphäre, ist jetzt in meinem Kofferraum. Ja, und ich habe mir noch ein paar Airline-Schienen bestellt. Und ich habe die zurechtschneiden müssen, weil wir ja ein Queensbett haben. Und ich zeige euch das jetzt mal hier an der Seite. Keine durchgehende Wand haben. Wir haben hier nochmal ein aufgesetztes Brett, was dann natürlich nochmal 10 mm Abstand zum darauffolgenden Brett aufweist. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Schiene durchkleben würde oder befestigen würde, hätte ich ja hier einen Hohlraum. So, jetzt habe ich mich aber erstmal dafür entschlossen, in der rechten Seite eine Schiene zu befestigen und in der linken Seite. So, ob ich denn später in der Mitte noch eine machen muss, das wird die Zukunft dann zeigen. Das ist ja dann noch schnell nachgebaut. Und gestern habe ich das halt ausgemessen, die habe ich mir dann zurechtgeschnitten. Und an einer Seite gibt es hier so Enden, die kann ich auch dann noch verwenden. Und auf der anderen Seite nachher, das werdet ihr sehen, da können wir die Enden nicht verwenden, aber da ist es halt vom Platz her nicht gegeben, aber wird dann auch nicht stören oder schlimm sein, ohne diese Enden das zu verbauen. Jetzt werde ich erstmal dementsprechend alles vorbereiten und mir das anzeichnen, wo das dann hinkommen soll und dementsprechend dann montieren bzw. verkleben. Ja, und ich zeige euch dann mal, wie ich das gemacht habe. Ich lasse einfach mal die Kamera mitlaufen und dann könnt ihr euch das gerne angucken. So, ich nehme jetzt hier auch noch das Maß. So, dadurch, dass wir ja ein Queensbett haben, kommt das noch ein kleines Stück runter. Wir haben das allerdings schon in der Position ziemlich weit unten, also da geht nicht mehr viel. Und dementsprechend lasse ich mir hier die Luft und die erste Schiene dann hier verkleben. Selbst hier die Lampe hält dann noch mit dem Magneten und das reicht und funktioniert dann noch dadurch, dass hier ja ein beweglicher Aufhänger dran ist. Dann geht das wohl. Also so könnte ich mir das vorstellen, dass hier die erste Airline-Schiene dann hinkommt. So, ich habe mir jetzt hier ein Stück doppelseitiges Klebeband abgeschnitten und werde das aber noch mal kürzen, so dass ich dann den ersten Halt habe, was aber jetzt nicht der finale Punkt ist, sondern einfach nur, damit ich ja, mal kurz jetzt anhalten kann, um zu gucken, ist das so gut, und markiere mir das dann nicht mit einem Stift. Also ich möchte ungern hier auf meinem Möbel rummalen oder in den Innenraum irgendwas bemalen, sei es auch nur mit einem Bleistiftstrich ist. Ich arbeite da gerne mit Klebeband, da kann man auch gerne was markieren. Und außerdem kommt es hier auch nicht auf einen Millimeter an. Und ist jetzt ja kein Bild, was wir aufhängen. Es soll schon natürlich gerade sein, das ist klar, aber wir wollen es nicht übertreiben. So, dementsprechend. Außerdem habe ich hier auch die Möglichkeit, hier durch den Schnitt habe ich hier einen Anschlag. Es ist gar nicht groß möglich, das schief aufzuhängen. So, jetzt gucken und dann mal andrücken. So. Ist jetzt erstmal fürs Erste. Dann nehme ich mir den Klebebandstreifen und setze den einfach darunter. Stellt euch jetzt die Frage, warum markiere ich das überhaupt? Ich markiere es, weil ich hier diese Stelle noch entfetten will, ein bisschen anschleifen, damit nachher, weil ich die Airline-Schienen kleben möchte, der Kleber einfach besser hält. Und man weiß, wo man dann, wie heißt das, und man weiß, wo man dann schleifen bzw. reinnehmen muss. Man muss ja, dass man nicht mehr machen muss wie nötig, und
Wenn jetzt da oben das Holz angeraut ist, sieht das auch noch gar nicht mal so schön aus. So, jetzt setze ich mir das hier, damit ich die obere Kante noch setzen kann. Kante ist dann der erste Bereich und das Klebeband lasse ich auch so lange dran, bis ich geklebt habe. Hat auch den Vorteil, dass wenn nachher ein bisschen Kleber sich rausdrücken sollte, dass man den dann auch schön mit dem Klebeband aufnehmen kann, ohne dann hier zusätzlich irgendwas zu versauen. Hier kann man jetzt hier so ein bisschen drumherum noch machen. Absolut erreicht. Also ich hätte natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass es Holz ist, hier auch Schrauben reinzumachen. Aber davon möchte ich Abstand nehmen und das nicht machen. Also ich würde mich erst dazu überwinden, da Schrauben reinzumachen, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, das hält auf dem Holz nicht so vernünftig, was ich allerdings nicht glaube. Dass ich dann vielleicht ein oder zwei Schrauben noch mal zusätzlich reinmache, um halt als Unterstützung. Das könnte sein, dass ich das dann halt später mache. Nur wenn man sieht, ich habe jetzt hier nur zwei kleine doppelseitiges Klebeband. Okay, das ist ein ziemlich starkes Klebeband, das hält schon einige Kilos auf dem Quadratmeter. Das kann man natürlich gut nutzen, werde ich auch dran machen und zusätzlich. Aber ich bin immer einer, der versucht, so wenig wie möglich zu kaputt zu machen oder zu nutzen, wenn man das nicht braucht. Macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Okay, dann können wir das hier wieder. Ihr seht, wie schwer es jetzt schon abgeht. So, so das ist dann der erste Bereich. So, indem ich, ihr seht selbst hier, die Rundung ist einigermaßen noch zu erkennen. Hier werde ich dann schleifen und auch kleben. Ja, und dasselbe mache ich dann noch auf der anderen Seite. Natürlich der Vorteil bei Holz kann man natürlich schneller schleifen, als wenn es jetzt eine Kunststoffwand ist oder so. Andere Materialien, da muss man schon ein bisschen hartnäckiger sein, aber selbst hier sieht man jetzt auch schon die Farbveränderung, wie schnell man da ein bisschen was runterhält. Das ist natürlich der Vorteil. Wichtig ist allerdings, dass man den nachher noch gut sauber macht und den Dreck runterholt, damit halt das Kleben nicht unnötig verringert. So, das Wichtigste ist dabei, dass die angeraute Stelle, die wir hier haben, guck mal, gereinigt wird. So, und da habe ich jetzt, gibt es von verschiedenen Marken Reinigungsmittel, so dass die Klebefläche fettfrei und sauber ist. Das ist ganz wichtig. Das Gute ist, hier ist jetzt auch gut durchlüftet, dadurch, dass ich beide Klappen aufgemacht habe im Kofferraum. Guck mal hier, was da drauf ist, und das sollte nicht an dem Klebefilm drauf sein. Immer noch. Ich glaube, das kann man noch ein paar Mal wiederholen. Besser. So. So, die Airline-Schienen müssen wir natürlich auch schön entfetten, sauber machen.
die Klebestellen schön sauber sind und das gut anhaftet. Bevor ich dann das doppelseitige Klebeband dran mache und zusätzlich mit Sikaflex, ich habe jetzt den weißen Sikaflex, noch zusätzlich Klebe. Das dürfte dann kein Problem geben und auch halten. So, jetzt habe ich das doppelseitige Klebeband drauf gemacht. Und bevor ich aber jetzt die zweite Schutzfolie vom Klebeband abziehe, mache ich jetzt noch den Sikaflex drauf. So, ihr Freunde, jetzt ist es fertiggestellt. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich es gemacht habe. So habe ich das jetzt hier an der Holzseite gelöst, wo wir diesen leichten Übersprung hier haben, wie ich ja schon gesagt habe, weil wir ein Queensbett haben. Hier sieht man da, wo der Finger ist, ungefähr 10 mm. Da ist nochmal eine Holzplatte drauf, deswegen konnte ich die Schiene nicht durchführen. So, und auf der anderen Seite habe ich da jetzt nur in der Mitte noch zwei Schienen gemacht. Einmal eine oberhalb und einmal eine unterhalb. Für alle, die jetzt noch wissen wollten, welches Sikaflex ich genutzt habe. Und ich zeige euch das mal. Das ist mit der Codenummer 522. Ja, so viel zum Thema Airline-Schienenbefestigung bei uns hier im Eura. Ja, für alle, die das interessiert, sehr gerne, baut es nach. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut, danke und tschüss.